Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horrorspiel. Ja, richtig, tatsächlich, willkommen zum 1. April-Special. Und ich habe mir heute etwas vorgenommen, ihr habt mir oft genug in der Community, ob das auf Twitter oder auf YouTube oder in den Kommentaren geschrieben, was eigentlich vielleicht ein Horror für mich wäre, wenn ich mal Barbies Traumhaus spielen würde oder Hello Kitty Online. Und deswegen spielen wir heute das böseste aller bösen Spiele. Ein schreckliches Horrorspiel, wir spielen Grand Horse Attraction, also Julias Abenteuer im Reiterland. Richtig, ich freue mich so super drauf, ich bin auch schon vollkommen pink eingestellt. Ich würde sagen, ohne weitere Aufenthalte starten wir in dieses actiongeladene Schreckensspiel. So, neues Spiel. Mein Name ist JHG. Merkt ihr das? Guten Morgen und herzlich willkommen im Reiterland. Zeit aus ich den bin Federn endlich zu im Reiterland angekommen. Tag im Reiterland zu genießen. Hier ist Ralf der Radiomann vom Reiterland Radio. Ja, ich bin der Radiomann selbst. Für alle, die noch nichts über das Reiterland wissen, hier ein paar Informationen. Ich möchte es wissen. Gottes Willen, was tue ich mir hier an? Ja. Im Reiterland wird Umweltschutz wahrlich großgeschrieben, meine lieben Freunde. Und deswegen gibt es hier auch keine qualmenden Autos, nur Pferde, Pferde und nochmals Pferde. Und seid ehrlich, Freunde, was gibt es Schöneres, als die Umgebung auf dem Rücken eines Pferdes zu erkunden? Du nichts. Natürlich könnt ihr auch zu Fuß, per Fahrrad oder mit einem Elektroroller. Nein, ich will die Pferde. Es ist unglaublich, die Grafik ist richtig gut, wie ich sehe. Gottes Willen. Das Dorf Schönwalde ist das pulsierende Herz des Reiterlandes. Und hier findet der naturverliebte Tourist stets eine Unterkunft bei freundlichen Gastfamilien. Ausgezeichnet. Willkommen in Schönwalde, dem Vorhof zur Hölle. Aber wir leben vom Tourismus und wollen, dass sich alle hier gut zurechtfinden. Ja, ich hab's geschafft. Oh, es gibt sogar Kühe im Reiterland, obwohl es eigentlich nur Pferde geben sollte. Wir haben gemerkt, alles wird mit Pferden hier gelöst. In Schönwalde haben wir das Rathaus, die Kirche, die Touristeninformation, eine Tierarztpraxis, eine Apotheke und alles, was ein Dorf so braucht. Am besten, ihr geht einfach selbst mal auf Entdeckungstour. Das ist die gut, aber... Die Umgebung von Schönwalde bietet herrliche Naturerlebnisse. Oh Gott, diese seelenlosen Kreaturen, die da zuschauen. Im Westen befindet sich die Reitschule und gleich um die Ecke hat die ehrwürdige Reitvereinigung ihren Sitz. Die ehrwürdige Reitvereinigung. Jeder Saison bilden. Ja, ist schon schön hier in der Vorhölle. Ja? Ach, du liebe Güte, was habe ich mir da das selbst angetan? Das Reiterland wird durch den Fluss Roßbach geteilt, wobei der östliche Teil naturbelassen ist. Du, es ist mir wurscht, was hier durchfließt. Die unberührte Landschaft lassen die Herzen der Naturfreunde höher schlagen. Ganz im Norden und Osten beginnen die Berge, die das Reiterland grandios umrahmen. Grandios umrahmen, es ist grandios. Flüsse aus Blut und flüssigem Schwefel im Reiterland. Endlich! So, nun aber genug geredet. Jetzt gibt's wieder die neuesten Hits vom Reiterland Radio. Mein Name ist Ralf, der Radiomann vom Reiterland Radio. Und merkt euch, Freunde, immer schön im Sattel bleiben. Gottes Willen, das ist so ein Strahlungsopfer, dieser Ralf. Dieser schreckliche Mann mit seinem schrecklichen, mimiklosen Gesicht. Das ist, Gott, aus welchem Reaktor-Albtraum-Mutanten-Zombie ist der denn ausgebrochen? Unglaublich, das ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Da oben steht auch GHA, also Grand Horse Attraction. Das sollte eigentlich GHG natürlich heißen. Aber die haben sich leider verschrieben. Schade. Gottes Willen, was lädt denn dieses Spiel? Dieses Spiel lädt einfach länger als sämtliche AAA-Titel, die ich in den letzten Jahren zusammengespielt habe. A few moments later. Oh, so, endlich geht es los. Endlich. Mei, da schläft die kleine GHG. Doch, geh bitte ans Telefon. Hallo? Das Telefon läutet. Um Gottes Willen. Ah, wir sind aufgewacht. Das German Horror Girl. Hallo, hier Julia. Guten Morgen, Julia. Sprachausgabe. Hier ist Nicole von der Reitschule. Du, ich bräuchte wirklich Hilfe bei der Stallarbeit. Könntest du nachher mal vorbeikommen? Kein Problem, Nicole. Ich bin so gut wie unterwegs. In Ordnung, bin schon unterwegs.
Bis gleich. Super, Julia. Ich warte beim Reitstall der Reitschule auf dich. Bis gleich. Kann's kaum erwarten, mich mit Nicoles... Oh Gott, dieses seelenlose Starren. Vor meinem Bett ist eine farbige Markierung. Betrete ich diese Markierung, so öffnet sich ein Menü mit folgenden Möglichkeiten. Spiel speichern, Spiel laden, Spiel verlassen. Oh nein, es ist eins dieser Spiele, wo man das Tutorial nicht abkürzen kann. Bewege mich nun aber zu meinem Kleiderschrank. Ich muss mir etwas zum Anziehen aussuchen. Ja, musst du. Mit Mausbewegung änderst du meine Bewegungsrichtung. Mit Mausbewegung und den Pfeiltasten der Tastatur steuerst du mich. Pfeiltaste nach oben, ich gehe vorwärts. Pfeiltaste nach unten. Ich verstehe das schon, wirklich, wirklich. Bitte, bitte lass mich hier raus. Gehe nach links oder rechts. Bewege mich jetzt auf die farbige Markierung vor dem Kleiderschrank. Ich sehe schon, es wird ein sehr langer Tag für mich. Damit ich mir die Kleidung für den heutigen Tag aussuchen kann. Yes! Wir sind endlich im Spiel. Also, ich hab's leider überhaupt nicht verstanden. Oh Gott, ich sag euch, die Steuerung ist Wahnsinn. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Warte mal, bei rechts drehe ich mich nach links? Nach links drehe ich mich nach rechts? Ich kann mich nur nach rechts und links umschauen. Mein Gott, ich musste das Tutorial zumachen, damit ich mich bewegen kann. Okay, ausgezeichnet. Wir sind in unserem wunderschönen, wunderschönen Zimmer. Sieht wirklich herrlich aus. Wir sehen, wir haben den neuesten der neuen PCs. So, also, wird Zeit, das German Horror Girl anzuziehen. Es ist schwarz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. In meinem Kleiderschrank gibt es folgende Bereiche. Aber ich kann mir in Jacquelines Boutique im Dorf neue Kleidung kaufen. Ich kann es kaum erwarten, in Jacquelines Boutique zu gehen. So, ausgezeichnet. Hallo? Hallo, hallo, ich wollte mir das nicht anziehen. Ich wollte mir das nicht anziehen. Ach, Gottes Willen. Gut. Jetzt bewege mich durch die Tür auf den Flur und die Treppe hinunter. Um nach draußen zu gelangen, gehe einfach auf die Markierung vor der Haustür. Das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Ich muss mich sofort nochmal umziehen. Kann ich einfach wieder ins Bett gehen und niemals mehr... Ich kann das Spiel speichern. Sehr gut. Sofort speichern. Spiel gespeichert. Dieses Fenster schließen. Das möchte ich. So. Ich muss mich nochmal umziehen. Das geht gar nicht, was ich hier anhab. Ja! Ausgezeichnet. Kopf. Das ist meine Auswahl. Entweder die Horrorhaube oder blond. Nehmen wir die Horrorhaube, klar. Yes, wir haben was Schwarzes. Finsternis. Ziehen wir sofort an. Die Jeans ist schon mal besser. Ach Gottes Willen. Das ist ja absolut furchtbar. Und Flipflops, nein, bitte zieh nicht die... Ja, richtig. Wir ziehen aber die Kampfstiefel an, die schwarzen. Und... Ja, ja, das passt schon. Das ist farblos genug für dieses bunte Reiterland. Sehr gut, wir werden hier die Finsternis zurückbringen. Gottes Willen, im Haus ist einfach nichts bis auf dieses unheimliche Bild. Dort sieht man die Weltenschmelze ausgezeichnet. Das sind wirklich ziemlich düstere Bilder. Gottes Willen, mein Schatten schwebt einfach nur an der Wand. Ich sehe schon, das Game ist genau was für mich. Absoluter Horror. Oh, ich kann laufen. Bin super schnell. Ich bin super unkontrolliert, aber super schnell. Hallo, wohne ich hier allein? Was gibt's heute? Du lass mich raten, das sind Pferdezeitschriften, oder? Hä? Da ist ein Reh auf der Zeitschrift. Das stimmt hier alles nicht. Irgendwie ist das Pferdeland scheiße, weil es keine Pferde gibt. Aber Blumen gibt's an der Wand. Ich muss sagen, die Grafik ist schon ziemlich überlegen. Also, ich habe gute Grafiken gesehen wie Resident Evil 8, aber das hier, das ist vollkommen fantastisch. So. Gut, wir gehen nach draußen ins Reiterland. Ich kann es kaum erwarten. Da sind wir. Willst du wieder was sagen? Ja, natürlich. Dolly. Oh Gott, wir haben das Pferd Dolly genannt. So, ich hoffe, wir können Dolly sofort umbenennen. Wir nehmen natürlich einen sehr friedlichen Namen. Irgendwie das Pferd Cannibal oder so. So, Dolly rufen kann ich leider nur. Oh Gottes Willen, ich habe wirklich ein Pferd, das Dolly heißt. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet, dass ich es nicht umbenennen darf. Sind die alle nur Dolly und Sternenglanz und... Dolly! Dolly! Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen! Dieses Pferd. Das hat doch ein schweres Trauma. Das sieht man doch sofort. Ja, das reagiert auch gar nicht. Das ist jetzt im Zeitlupe-Modus.
Nein, es ist wirklich im Zeitlupe-Modus. Kein Scheiß. Also, das ist jetzt nicht so, dass das Spiel hängt. Das Pferd! Oh, es hat gewiehert! Nee, das ist echt die... Oh, Gottes Willen! Was habe ich mit dem Pferd getan, dass es so gar nicht reagiert? Hallo? Hallo? Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das hat ja kaum gedauert. Dolly, da bist du ja. Und die Bild-Ab-Taste für Galopp. Dann geht's noch. Mit der Taste nach unten wird die Gangart verringert. Und mit der Leertaste springt man. Was, die Ende-Taste und die Bild-Ab-Taste? Kannst du absteigen. Und mit einem Klick auf die linke Maustaste wieder aufsteigen. Wer hat sich denn diese Steuerung einfallen lassen? M, um die große Karte aufzurufen. Das ist ausgezeichnet, wir haben eine große Karte. Das mache ich natürlich sofort, drücke M für die große Karte. Gibt's hier viel. Das ist unglaublich. Karte zeigt das ganze Reiterland. Das ist die Hölle. Wer hat sich denn einfallen lassen, dass du die Tutorials nicht abkürzen kannst? So, wie soll ich hier reiten? Also ich kann hier ganz leicht reiten, aber dann kann ich auch... Boah, dann kann ich auch traben. Aber ich kann auch per Galopp... Yes! Yes, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Boah, das Pferd geht ernst durch. Seht ihr die Kurvenlage? Wow, krass. Wird erstmal Zeit, jemanden niederzureiten. Du kleiner Mistjunge. Ach, Entschuldigung. Gottes Willen, ich habe mich verhangen an der Frau. Du sollst mein Opfer sein. Nein, kann ich das Pferd jemals wieder anhalten? Sag mal, wer hat sich denn diese Steuerung einfallen lassen? Wer kam nur auf die kluge Idee, dass ich vier Hände benutzen muss, um dieses Pferd zu lenken? Okay, jetzt trabe ich. Jetzt galoppiere ich. Ausgezeichnet. Also vielleicht hätten sie auch F12 nehmen können. Für Gas geben. Das ist der Wahnsinn hier. Das ist so idyllisch. Das ist so idyllisch, dass ich gerne sterben möchte. Was kann ich hier nochmal? Oh Gott, da ist dieser furchtbare Radiomoderator. Da ist Ralf, der Höllenmoderator. Ralf! Ralf, ich bin's, die GHG. Hallo, grüß dich, Ralf. Oh, grüß dich. Hat man dich wieder in den Käfig eingesperrt, weil du einfach zu krass mutiert und zerstrahlt bist. Hallo, ja, wink die ganze Zeit. Gottes Willen. Boah, ich kann auch springen. Dieses Spiel hat alles. Los, spreng. Ich glaube, wir sind richtig hier. Hier wird unsere Schreckensherrschaft beginnen. So. Wo muss ich hin? Zu diesem seelenlosen roten Ding. Okay, kein Problem. Boah, ich seh's. Da ist es. Spring, Cannibal, spring! Sie heißt natürlich nicht Dolly, sie heißt in Wirklichkeit natürlich Cannibal. So, Gota Cannibal. Oh Gott, ich kann einfach durch mein Pferd durchgehen. Naja, macht ja nichts. Nicole, bist du's? Hallo Julia, schön, dass du sofort gekommen bist. Gottes Willen, Nicole, irgendwas stimmt mit deinem Gesicht nicht, aber mit meinem auch nicht. Ich brauche Hilfe bei der Stallarbeit, die du natürlich auch bezahlt hast. Yes, ich will Geld machen, ich will Macht und Geld. Und Pferde. Macht, Geld und Pferde. Die Boxen ausmisten. In Ordnung, kein Problem. Wann soll ich anfangen? Du kannst sofort mit dem Füttern der Pferde anfangen. Yes. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Folge mir bitte zum rechten Stalleingang. Das mache ich sofort. Ich bin hinter dir, direkt hinter dir mit meinem sehr steifen, leblosen Gang. Geh bitte zuerst rein. Mein Gottes Willen, im Hintergrund läuft auch diese Reiterlandmusik. Das ist so krass. Ich frage mich, wenn man die rückwärts abspielt, ob das dann irgendeine unheimliche Botschaft hat. Wie Ave Satan. Pferde werden die Welt beherrschen. Hier im Futterraum stehen der Futtersack und der Futtereimer. Nein! Gehe zu der Markierung beim Futtereimer und drücke dann die linke Maustaste, um ihn zu nehmen. Du, Nicole, ich habe die schlimme Befürchtung, du wirst mir jetzt alles erklären. Ich nehme jetzt diesen Eimer und dann erklärst du mir, wie ich Korn reintue, oder? Du erklärst mir, wie ich Korn reintue, oder? Nicole? Ja, das sieht total entspannt aus. Futtereimer zur Markierung beim Futtersack und drücke dann die linke Maustaste, um Futter einzufüllen. Kein Problem. Wir haben die Pferde so gut wie gefüttert. Jetzt wird sie erklären, dass ich die Pferde auch noch das Futter geben muss. Gehe nun mit dem Futtereimer Nicole. Mit Markierung bei einer Pferdebox. Nicole, was stimmt mit dir nicht? Linken Maustaste Futter in den Futtertrog. Okay, überhaupt kein Problem. Nicole, du hast die richtige engagiert. Die GHG, die macht das hier. Buddy kriegt jetzt sofort was zu essen. Ja, feiner Buddy, wirst erst morgen geschlachtet, feiner Buddy. Nein, Buddy, wird's gut gehen morgen. Wird's gut gehen. Hoffe ich mal. Sieh auf die Statusanzeige für dein Geld. Du hast schon den Lohn für deine Arbeit erhalten.
Das bringt Spaß, oder? Ja, ich habe wahnsinnig Spaß gerade. Nebenbei darf ich diese Musik hören, die wirklich mein Brain total weich wascht. Okay, Lisa, du kriegst auch was zu essen. Ich muss nämlich hier Geld machen. Sonst würde ich das natürlich nicht machen, liebe Lisa. Nein, für die liebe Lisa will ich es machen. Ich muss einfach schneller rennen. Moonlight! So, ich finde es übrigens super, dass man sofort Geld kriegt, sobald man irgendeine Aufgabe erledigt hat. Das sollte auch in der echten Welt so sein. Dass mein Chef zum Beispiel, sobald ich eine E-Mail fertig geschrieben habe, zu meinem Schreibtisch kommt und gesagt, gut, sehr gut gemacht, lieber GHC, hier kriegst du sofort 5 Euro. Und ich sage, Dankeschön, danke, ich habe die E-Mail wirklich gut geschrieben, danke. Hoffentlich lohnt sich das wenigstens, hoffentlich kann ich mit dem Geld krass was anfangen. Hoffentlich kann ich einen Auftragskiller für den Radiomoderator Ralf anheuern von dem Geld. Nicole, ich hab jetzt diese hirnlose Arbeit erledigt. Achso, okay, jetzt musst du mir bestimmt erklären, was ich sonst noch machen muss, oder? Schreckliches. Pferde striegeln oder so. Ich mag Pferde striegeln. Los, striegel mich. Sehr gut gemacht, Julia. Stelle nun den Futtereimer wieder an seinen Platz. Ja. Nicole, so werden wir keine Freunde. Okay, ich stell den Eimer jetzt hier hin, oder? Nicole. Habe ich es gut gemacht? Kriege ich jetzt nochmal Geld? Eigentlich musst du für alles in diesem Reiterland Geld verlangen. So, ich habe einmal abgestellt. Kriege jetzt Geld? Die Pferde haben jetzt Futter, benötigen aber auch Wasser. Oh mein hier Gott, Pferde brauchen auch Wasser. Warum das denn? Wer hat sich denn einverlassen, dass Pferde auch Wassereimer brauchen? Jetzt muss mir Nicole erklären, wie ich Wasser da reinfülle. Es sieht so entspannt aus, wie ich den Eimer halt. Überhaupt nicht verkrampft. Du, das konnte ich mir kaum denken, Nicole. Wie sie auch gehässig sagt, jedes Mal muss ich das hier wieder auffüllen. Okay. Also, hier, du kriegst Wasser, da hast du feines Wasser. Was hat sich denn die Natur dabei gedacht, dass Pferde auch Wasser brauchen? Die wissen gar nicht, was sie mir für eine Arbeit hier machen. Der arme GHG, echt. Lass mich durch. So, Buddy, du kriegst auch ein Wasser. Los, da, hier, ein Bier hast. Mei, ein Bier ist was Feins. Ja, der Buddy, das ist ein Bayer, der trinkt nur Bier. Sag mal, ich frag mich, wer dieses Spiel hier spielt. Also wirklich, ich meine, das Spiel ist aus 2007. Okay. Das, oh Gott, ich gleite schon wieder durch die Welt. Ich meine, das ist ja okay, wenn die Grafik nicht so Hammer ist. Und wie man sieht, ist das Spiel hier schon für Kinder oder sowas gedacht. Oder für krasse, wahnsinnige Reitfanatiker, die einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, deren Leben nur aus Pferden besteht. Und ich frage mich auch, was, oh Gott, ich hänge fest. Was machst du denn als Kind, wenn du so ein Spielgeschenk kriegst? Also weißt du, zu der Zeit, keine Ahnung, spielen andere Final Fantasy und Dark Souls. Und wenn du dann in die Schule gehst, kannst du sagen, du, ich habe Julias Abenteuer im Reiterland gespielt und dann wirst du verprügelt. So, gute Nachricht, das hat Gott sei Dank nicht 3 Minuten meiner Lebenszeit einfach wie ein schwarzes Loch verschlungen. Ich habe endlich $200 und häng schon wieder an diesem Karren fest. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Sag mal, was habe ich denn gewonnen? Ich habe nur die Pferde gewässert. Okay, ich habe gewonnen. Großartig. Du hast alle Pferde versorgt. Ich werde dir jetzt die nächste Arbeit erklären. Die Pferde putzen. Nein. Gehe in die Markierung bei der Stalltür. Ich will einfach nur wild und frei sein und irgendwelche spannenden Rennen oder sowas fahren. Fahren mit Pferden. Ja, ich möchte Pferde rumfahren. Ich will keine Pferde putzen und Scheiße wegräumen. Und was ist denn das für ein Spiel? Am linken Stalleingang. Meinst du genau da, wo ich gerade war, sind wir jetzt rausgegangen, um wieder reinzugehen? Nicole, was stimmt denn mit dir nicht? Bist du irgendein böser Dämon, der mich bestraft für meine Taten im letzten Leben oder was ist los? Hier im Geräteraum findest du die Bürste und den Hufkratzer. Ich liebe hier die Bürste und den Hufkratzer. Yes, jetzt werden Pferde geputzt. Ich werde euch putzen und polieren. Du kleine dreckige Shetty. Wow, das ist ein Minigame. Los geht's. Ich bürste dich. Ja, kein Wunder. Du bist ein dreckiges Pferd. Warum hört sich das an, als würde ich hier ein Porno mitspielen? Ich bewege nun den Hufkratzer mit Mausbewegungen über die Dreckklumpen in den Hufen, um sie zu erkennen. Das ist mein absoluter Traum. Hier. Achso, ich muss das rauskratzen. Ich kratze dir den Hof, du Shetty. Ich kratze in dir. 4-mal muss ich das machen. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Das ist echt. Also, ich würde sagen, dieses Spiel ist echt der Horror für mich.
Das ist krass, das ist wie einfach die Hölle, wie man sie sich vorstellt. Das ist kein einfacher Ort, die Hölle, wo es einfach nur heiß ist und du gequält wirst. Nee, du kommst hier ins Reiterland. Oh, kratz doch! Okay, bitte lass mich das jetzt nicht bei allen Pferden machen, das wird mir nämlich meinen kleinen armen Verstand rauben. Klasse, das erste Pferd ist sauber. Putze alle Pferde und komme dann zurück zu mir in den Geräteraum. Wieso muss ich das? Gottes Willen, ich kann das viel schneller machen. So, überhaupt kein Problem. Ah! Los, kratz! Kratz den Scheiß! Kratz den Scheiß! Los! Oh, ich sag's euch. Oh, Mann. Ich spüre jetzt schon eine Sehnenscheidentzündung. Und ich bin erst beim ersten Pferd. Oh, okay. So, nur noch 100 weitere. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. So, gute Nachrichten. Wir sind beim letzten Pferd angekommen, das wir hier frei robbeln müssen. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Übung, um dann später in der Hölle beim Fürst der Finsternis seine Hufe auszukratzen. Ich bin fertig, Nicole. Es war super. Kann ich jetzt bitte sterben? Nicole? Nein, bitte, wo bist du? Ich möchte hier raus. Ach, Nicole, es war die Hölle. Bitte hol mich hier raus. Du hast mir geholfen, ich mag keine Pferde mehr. Gut gemacht. Lege die Bürste und den Hufkratzer zurück an die markierten Plätze. Ich rate euch, spielt einfach mal Julias Abenteuer auf dem Reiterhof. So, da kann man nur gewinnen. Jetzt kommen wir zur letzten Arbeit. Gehe in die Markierung bei der Stalltür. Ich hab noch eine Arbeit. Du lässt mich jetzt Scheiße schaufeln, oder? Ja, du lässt mich Scheiße schaufeln. Ich sehe schon die Schaufel, ja, ich sehe die Schaufel. Jetzt wirst du mir sagen, dass ich sie nehmen soll. Nicole, wenn ich groß und mächtig bin, werde ich dich mit dieser Scheiße-Schaufel erschlagen. Ja, ich kann es kaum erwarten. So, jetzt wird Mist geschaufelt. Pferdemist. Mit dieser mächtigen Waffe. Ich werde, oh Gott, es ist das rosa Licht, in dem ich stehe. Und dann schaufel ich die, oh Gottes Willen. Gottes Willen, das ist ganz schön viel AA. Jetzt hältst du es ihr mit der Schaufel vor. Nicole, komm, magst du ein bisschen haben? Ja, ja, okay. Okay, ich gehe jetzt einfach. Hier, Nicole, hier. Möchtest du diese Pferdeäpfel haben? Ich habe die zufälligerweise gefunden auf dem Boden. Die sehen übrigens genauso schön aus wie deine verschissene Bluse, Nicole. Komm, schau einfach, dass du die Aufgabe schnell hinter dich bringst. Also hier, Pferdeäpfel. Musst du das jetzt wirklich auch kommentieren, dass ich es reingelegt habe? Ja, musst du. Klar musst du es. Und das Witzigste ist, immer wenn ich die reinlege und so einen Stall fertig habe, dann kommt die Nicole zu mir und meiner Scheiße-Schubkarre und gibt mir Geld in die Hand. Das ist unglaublich. Also so funktioniert einfach diese Welt. 346 minutes later. So, wir sind beim letzten Pferdeapfel angekommen. Ich sag's euch, ich habe schon viele Horrorspiele gespielt, aber keins war so schrecklich wie das hier. So, gute Nachricht, wir sind fertig. Ich muss es nur schaffen, mit dieser riesigen Schaufel nicht überall hängen zu bleiben. Ja. Ich hab gewonnen. $100. Ausgezeichnet. Nicole, es war so schön. Kann ich jetzt bitte gehen? Bitte. Ich spüre, wie meine Seele schrumpft, während ich Scheiße schaufel. Vielen herzlichen Dank, Julia. Du hast mir sehr gut bei der Stallarbeit geholfen. Es war mir ein Vergnügen. Du kannst jederzeit hierher kommen und alle drei Arbeiten verrichten. Ja, darf ich das jederzeit? Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, das war super, und danke. Das Geld kann ich auch gut gebrauchen. Ja, das Geld kann ich gut gebrauchen. Wie wär's denn, wenn du anders Geld verdienen würdest, liebe Julia? Zum Beispiel eine Niere verkaufen oder sowas. Das macht wahrscheinlich mehr Spaß. Um mehr über die Turniere zu erfahren. So, ich habe noch etwas zu erledigen. Einen schönen Tag noch, Julia. Alles klar. Tschüss. Ja, du musst jetzt noch andere Seelen quälen wahrscheinlich. Okay, wir haben es geschafft. Cannibal, wir müssen sofort hier verschwinden. Die sind vollkommen wahnsinnig, ich sag's dir. Wie reite ich nochmal schnell mit irgendeiner obskuren Taste? So, weg hier. Wir kommen nie wieder an diesen Ort. Das ist der Ort meines Scheiterns. So, nachdem wir diese erste spannende Aufgabe unternommen haben, werden wir jetzt auf jeden Fall uns erstmal einkleiden. Denn wenn wir an einem Turnier teilnehmen, müssen wir natürlich was hermachen. Wo ist die Einkleidung? Ich reite dich nieder, du Mistkind! So,
Ihr seht, gebt mir bloß kein Pferd in die Hand. Gebt mir bloß kein Pferd in die Hand. Da ist Jacquelines Boutique. Endlich Jacqueline. Ausgezeichnet, ich kann es kaum erwarten, die wunderschönen Kleider zu sehen. Die Kollektion ist top modern. Es gibt blaue Röcke und orange T-Shirts. Großartig, es ist wirklich top modern. Gottes Willen, was hast du denn für ein Bild da hinten? Das ist das Wirkliche. Ich sag's euch die ganze Zeit, wir spielen hier so ein lustiges Pferdespiel, aber im Hintergrund sieht man schon so okkulte Bilder, wo irgendwie, hier sieht man schon den Satan, welcher versucht, die Seelen der Sterbenden zu holen. Und hier schreit auch so eine gequälte Seele. Okay. Sag mal, muss mir denn jeder zuwinken? Ja, hallo, hallo, hier bin ich. Oh Gottes Willen, okay. Also, wir brauchen sofort ein okkultes Gewand. Ja, wir nehmen natürlich die Cleavage-Ausrüstung, klar. Die rosa Cleavage-Ausrüstung, die muss jetzt sein. Die Hose ist ganz schön teuer. Sag mal, 100 Taler für so eine Hose. Und jetzt sage ich auch schon Taler. Sag mal, in welchem Land sind wir, das mit Talern gezahlt wird? Und nein, das ist jetzt nicht mal angezogen. Ich habe das jetzt nur... Hallo? Hallo, ich habe das doch gerade gekauft. Oh nein, ich muss es nochmal kaufen. Ich sag's euch, wenn ich in so einer Situation wäre, jemand wird die ganze Zeit, während ich mich hier umziehe, in der Umkleide, sagen, wie gut ich aussehe. Das wird mich krank machen. Also es wird mich wirklich krank machen. Und ich frag mich, warum ist denn rosa Hosen? Warum sind rosa Hosen das teuerste, was es gibt auf der Welt? Natürlich habe ich mich nicht umgezogen. Ach, weißt du was? Jacqueline, deine Boutique ist ein Albtraum. Ist ein Albtraum wie alles andere in diesem Land. Ist deine Boutique ein Albtraum? So, okay. Dann gehen wir halt einfach in schwarz angezogen. Jetzt zu unserem Reitturnier. Gute Nachrichten, liebe Kultisten. Wir sind endlich hier angekommen. Ich weiß nicht, was hier jetzt vor sich geht, aber es wird bestimmt actiongeladen sein. Ich kann es kaum erwarten, mich von meinem Pferd zu teleportieren. Und das ist natürlich auch wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist das Höllenrost. Das sagt, ich will deine Seele. So, also. Was passiert hier Spannendes? Bitte lasst mich nicht auch hier noch irgendwie Kies schaufeln oder so. Oh Gott, ich hoffe, gut, dass du nicht viel zu sagen hast. Ja, der Peter, der hat immer die besten Peter, Ideen. Bitte sei doch so nett und erläutere Julia die Aktion. Ach, ja, du heißer Peter, sag mir bitte Julia, die Aktion. Wie Rudolf schon erwähnte, ach Gott, was stimmt denn mit deinem Kopf? Möglicherweise können die Tiere aber sag nicht mal, überall unter ist Peter aus dem ersten leben. Stock gefallen? Unser Bürgermeister bat unglaublich. Hinterher, doch einmal Nachforschungen. Tut mir leid, du sprichst zwar zu mir, Peter, aber ich kann mich nicht konzentrieren, weil dein Kopf so... Du hast einen Pferdeschwanz. Ja, jetzt bist du super cool. Jetzt bist du super cool, jetzt bist du der schicke Peter. Könnte, wenn wir ihnen nicht helfen würden. Ja, das stimmt. Man sollte besser nicht daran denken, denn es ist das Schlimmste zu befürchten. Das ist das Schlimmste zu befürchten. Julia, ich habe nicht zugehört, um was es geht, aber es ist schrecklich. Das ist schrecklich. Warum kann ich denn nicht sofort an dem Turnier teilnehmen? Ich möchte Macht, Geld und Pferde. Wirklich, ich möchte Macht, Geld und Pferde haben. Aber stattdessen muss ich wieder zur schrecklichen Nicole, die mir ein Ohr abkaut. Ich war bei der Reitvereinigung und Rudolf will die Turniere zur Hilfe von 4 verlassenen Pferden organisieren. Leider wissen wir nicht, wo sie dann bleiben könnten. Hast du vielleicht Platz für sie? Ich weiß ganz genau, wo die Pferde hin können. Das ist wirklich eine wunderschöne Idee. Köstliche Pferdesalami. Nein, nein, wir essen die nicht. Nicole, du bist einfach so nützlich wie ein zweiter Arsch. Warum schauen wir unheimlich in die Kamera? Drücke die Taste X, um das Gespräch anzunehmen. Mein Gott, wir haben auch ein Telefon. Ach, muss ich da jetzt rangehen? Na gut, wir gehen jetzt ans Telefon. Hallo Julia, hier ist Peter. Kannst du mich bei der Zeitung besuchen? Ich habe jetzt alle Informationen zur Rettung der verlassenen Pferde zusammengetragen. Hallo Peter, in Ordnung, ich komme vorbei. Bis dann, Julia. Warum rufst du mich an? Das ist direkt da drüben. Du hättest mir auch winken können, du Depp, du blöder Peter. Soll ich jetzt da hinreiten? Ja komm, dann reiten wir jetzt diese 5 Meter hier. Am besten mit Galopp reiten wir jetzt über den Peter drüber. Hallo, warum kann ich nicht Galopp reiten? Ich habe keine Ahnung. Mein Pferd ist kaputt. Ich kann kein Galopp reiten. So, Peter, ich möchte einfach nur an diesem Rennen teilnehmen und reich und berühmt werden. Damit ich dir einen neuen Kopf kaufen kann, Peter. Einen neuen Kopf, der nicht zerquetscht ist und unheimlich aussieht. Julia, hier sind alle Informationen zur Rettung des ersten Pferdes. Schau mal.
Um das erste Pferd, Lady, zu retten, müssen wir 1000 Taler. 1000 Taler? Sag mal, ich habe gerade mein ganzes Vermögen für eine rosa Hose ausgegeben. Weißt du, wer hier noch Arbeit zu vergeben hätte? Nein, bitte nicht noch mehr Arbeit. Wundervoll. Du könntest die Zeitungen austragen. Nein, ich möchte deine Zeitung nicht austragen. Wann kann es losgehen? Du kannst sofort anfangen, Julia. Die Zeitungen liegen neben dem Zeitungsgebäude. Gehe auf die dortige Markierung, um die Arbeit auszuführen, aber lass mich erst erklären, wie ja, es erklär geht. Mir, wie ich Zeitung austrage. A few moments later. Mein Gott, jetzt muss ich wirklich Zeitungen austragen, um Geld zu verdienen. Das ist entsetzlich, wirklich, es ist entsetzlich. Boah! Hey, jetzt nicht pass auf. Ich schieß auf das Ding mit meinen Zeitungen. Yes! Muss nur dreimal drauf schießen, bis ich es getroffen habe. Überhaupt kein Problem. So, ja, Feuer frei! Los! Zeitung Flick und Sieg. Yes! Ends gut. Mein Gott, macht das Spiel Spaß. Kann ich diesen Jungen da abschießen mit den Zeitungen? Ich möchte eigentlich jemanden abballern damit. So, schießt die Zeitung überall hin. Genau hier. Da nimm eure Zeitung auf dem Scheißdach. Das interessiert auch keinen, wie viele Zeitungen ich hier einfach ins Abyss schieße. Na gut, okay. Ich hab gewonnen und mein verdammtes Telefon klingt schon wieder. Warum winkst du mir zu? Oh Gott, diese grenzdebilen Leute, die auch die ganze Zeit in mich anwinken. Hallo Julia, hier ist Rudolf von der Reitvereinigung. Ja, das erste Turnier. Ich weiß nicht warum, aber ich komme nur rückwärts voran. Wirklich, ich komme nur rückwärts voran. Und ich möchte doch Abenteuer erleben hier auf der Pferdefarm. Yes, endlich. Endlich habe ich mich anstuckt. Jetzt kann's losgehen. Ich musste mein Pferd rückwärts ausparken. Großartig. Also die Ladezeiten bei diesem Spiel geben mir wirklich Zeit, über meine Sünden im Leben nachzudenken. Wirklich, also das ist Zeit zu reflektieren. Was hat man im Leben so als YouTuber falsch gemacht? Ja, ich will das Nathanga-Pferderennen. Nathanga. O Fürst der Finsternis, mächtiger Nathanga. Segne uns und beschere uns einen Sieg. Ich habe dir 3 Jungfrauen geopfert, um diese seelenlose Meute für mich. Oh Gott, geht's schon los? Den ich in der Qualifikation schlagen muss. Mal sehen, wie schnell er ist. Ja, mal sehen, wie schnell er da rumruckelt. Ich muss diese Zeit unterbieten, um mich zu qualifizieren. 60 Sekunden, kein Problem. Wir sind so schnell. Ich sag's euch, wir sind so schnell. Achtung. Fertig! Ich bin bereit. Hallo? Hallo, ich reite noch nicht. Yes! Jetzt geht's los! Yes, pass auf! Oh nein! Oh Gott, das hat geruckelt, ich steck am Zaun fest. Das ist so wenig actionreich. Gibt's hier einen Trick, dass ich mich mal nicht verhänge an so einen Zaun? Gottes Willen, jetzt schaffe ich den scheiß Qualifikation nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein schrecklicher Albtraum. Oh, das wird knapp, aber wir schaffen es. Wir schaffen die Qualifikation. Ich kann auch nicht schneller reiten. Es gibt ja kein Minispiel oder so. Ich kann einfach nur im Kreis reiten. Ja. Ja. In den Staub mit dir. Ach du liebe Güte, das muss ich denken. Fertig, los! Hallo, ich will starten. Oh Gottes Willen. Ich muss einfach nur kleine Runden als du fahren. Du dumme Lese. Schmeck mein Staub. Du billige Reiterin. Ja, mit mir hast du nicht gerechnet, dass der GHG so ein Pferdefanatiker ist. Los geht's. Die Action, die lässt mein Herz rasen. Es ist wirklich sehr langweilig. Ich reite nur im Kreis. Sag mal, warum sind es denn auch 5 Runden? Hätte ich das nicht einfach in einer Runde jetzt kurz gewinnen können und das Geld einstreichen können? Nein, wir müssen 5 Runden, ich überrund die ja bald. Oh, also, gebt euch nicht mit so einem Scheiß ab wie GTA 5. Spiel lieber das hier. Ja. Yeah. Ja. Ja, alle jubeln. Wie in dem Kolosseum in der damaligen Antike jubeln mir alle zu, während ich im Schweiß und Blut meines Angesichts hier geehrt werde. Sehr gut. So, stecke ich mir noch kurz den Pokal in meinen glitschigen Kopf.
Hier ist Ralf. Und dann, wie hat mich Ralf an zur Feier des Tages? Und aus dem Nichts bin ich wieder nach Hause teleportiert worden dafür, dass der Bildschirm jetzt schwarz wird und gleich mein Telefon klingelt. Oder es klingelt mein Telefon. Ja, natürlich klingelt mein Telefon. Hallo Julia, meinen herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Natanga Pferderennens. Gut gemacht. Der große Natanga war mir sehr gut gewillt. Also, in den Sieg zu schenken. Sobald du die 1000 Taler für die Rettung von Lady zusammen hast, besuche mich bitte beim Rathaus. Bis dann, Julia. Bis dann. So, wir haben 675 Taler. Das ist ausgezeichnet. Ich würde sagen, wir retten jetzt noch dieses verdammte Pferd. Und dann aber habe ich meinen Soll für heute erfüllt. Wir haben uns natürlich jetzt furchtbar umgezogen und jetzt sind wir das Cleavage Girl und hier ist mein Pokal aus purem Gold, aus den Minen von Moria, ausgezeichnet. Zwerge haben sehr tief für diesen Pokal gegraben. So, ihr wisst, was das heißt. Die nächste halbe Stunde werde ich damit verbringen, Pferde zu bürsten, Pferde kurz zu schaufeln und Zeitungen in fremde Gärten zu schießen. Wir sehen uns, sobald ich reich und mächtig bin und 1000 Taler habe. Nein, April. Wir retten dieses Pferd einfach nicht. Wir haben einfach den mächtigsten Pokal gewonnen. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt unseren mächtigen Pokal und schauen, dass wir uns von dem Geld dieses puren Goldpokals so schnell wie möglich ein Ticket aus dem Reiterland heraus besorgen. Wen wir natürlich mitnehmen, ist Ralf, der Radiomoderator, weil der hat das hier nicht verdient, dass er eingesperrt bleibt in seiner kleinen Kammer. Der hat es schwer genug im Leben gehabt und der muss auch mal was anderes machen. Also nehmen wir Ralf natürlich mit. Peter nehmen wir auch mit. Der hat eine super Frisur. Und ich würde sagen, wir beenden für heute hier dieses Pferdeabenteuer. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Für mich war das wirklich der absolute Horror. Ja, das Game. Ja. Ja, für mich war das wirklich ein absoluter Albtraumfahrt. Ich muss sagen, jetzt, wo ich dieses Spiel gespielt habe, werden mir die nächsten kommenden Horror-Games nichts mehr anhaben können. Wirklich nichts mehr anhaben können, weil meine Seele ist gebrochen. Das ist gut, das gefällt mir. Ausgezeichnet, dann kann ich jetzt endlich wieder gute Games spielen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei unserem April-Special dabei wart. Ich muss gestehen, das Spiel ist absolut gut. Also lasst euch nichts Falsches einreden. Lasst euch auch nicht irritieren, dass ich oftmals seelenlos in die Leere geschaut habe während dieses Let's Plays. Legt euch auf jeden Fall das Game zu. Es kostet auch nur 5 Euro auf Steam. Die habe ich super investiert. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Schocker, welcher auf keinen Fall dieses Reiterland sein wird. Und deswegen macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann. Ciao.